Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Bottas, Lewis Hamilton, and AlphaTauri, Norris, Ricciardo, Fernando Alonso, and Sebastian Vettel, and AlphaTauri, Stroll, Esteban Ocon, and Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi, Mazepin, and Carlos Sainz will start from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Ach so, ladies and gentlemen, willkommen zum 9. 8. WM-Lauf. 9. ist es zwar nicht. 7 war Kanada, 8. Frankreich, 9. WM-Lauf in Österreich mit den beiden Vollchaoten. Am 24.06. um 21.42 Uhr und 6 Sekunden. Das ist absolut korrekt. Nee, ist es nicht, weil mittlerweile sind es 13 Sekunden. Es war absolut korrekt. Ja, das trifft es. Das ist absolut korrekt, ja. Rennstrategie. Wird interessant. Tja. Wir starten auf Gelb, kommen irgendwann, kriegen wir ein bisschen Regen. Der dürfte sich dann irgendwann wieder verziehen, was interessant, ob wir auf Inters wechseln müssen. Hm. Ich würde sagen, ihr bleibt dran und wartet gespannt, was passiert. Ja, gelb-rot ist die Strategie. Erstmal. Das ist völlig korrekt. Und ja, dann gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Ich muss natürlich die Strategie dafür ein bisschen bearbeiten. Während dann starte ich nämlich auf rot-gelb. Ja, man stand bei mir auch zuerst. Yep. So, wann kommt der Herr theoretisch in die Runde, in die Runde, in die Box? 20. So spät. Ja gut, man sollte auch einen Rennabschnitt entfernen, dann könnte das mit der 20 auch passen, ja. Gut, dann mache ich natürlich, die 21 geht nur. Entweder 21 oder 19 oder wir machen sowieso Chaos. Nein, und 19 geht nicht. 19 geht nicht, weil dann die Roten zu lange halten, nicht lange genug halten. Richtig. Ich habe ein Fenster von 3 Runden, was ich angeben kann. Ach so. Nee, das kriegen wir schon hin. Also, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Wir müssen sowieso erstmal gucken, was Turn 1 sagt in der ersten Runde und dann danach ist die Strategie meist hin. Ja, das stimmt. Achso, okay. Keine Einführungsrunde, ja. Nicht vergessen. Ja, korrekt. Noch ein bisschen weniger Sprit. Mhm. Ah, das sollte so passen mit 30,8. 36,8, bitte. 30,8. Wäre ein bisschen wenig. Nachtanken ist erlaubt, habe ich gehört. Ja, hatten wir beim letzten Rennen, glaube ich, ne? Ja, ja. Okay. Okay, dann viel Glück. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. In Turn 1. Jo. Macht es so gleich. So, konservativ zurückhalten. Früh bremsen. Nichts überstürzen. Und da wurde ich schon gedreht. Oh nö. Doch. Ich hab Glück gehabt. Also hat sich aufgegangen. Nein, da fahre ich nicht rein. Wir haben gelernt. Ja, Kollision verursacht, genau. Gut, dass das Spiel wieder ruckelt. Ich liebe es, ne? Wow. Ich habe so lange die Vermutung, dass er an OBS liegt. Oder so irgendwas Gelbes, ein McLaren ist in der Box. Eike, mit dem ich die Kollision hatte, fährt in der Box. Und Aston Martin steht am Rand. Yep. Oh ne, wir müssen neu starten, meine Kiste ist unfahrbar.
Ich hab Unterbodenschaden, Seitenpotzen kaputt. Na, dann geh ins Hauptmenü. Das geht so leider nicht, tut mir leid. Ich bin Kurve 1 nur reingerollt, hab mich instant weggedreht. Bist du im Hauptmenü? Ich bin gerade im Hauptmenü gelandet, ja. Viel Glück gibt's heute. Okay, der lief besser. Ne, ich hab massiv verloren. Oh, das ruckelt wieder. Ich glaube, das ist... Oh Mann. War nicht so schlimm. Ich bin nur gespannt, ob der erste Martin jetzt wieder ausrollt. Was hier drängeln, ey? Uiuiuiuiui, da muss ich hart in die Eisen. Mercedes ist in der Box. Oh, meine Fresse, ey. Die fahren sich in Turn 1 fast gegenseitig in die Karre. Ich muss deswegen unheimlich in die Eisen gehen und dreh mich weg. Das hatte ich gerade auch, nur ich habe ihn nicht weggedreht. Jedes Mal irgendein Scheiß im Rennen, weswegen ich letzter bin. Nein, 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 nicht dieser scheiß Curb, ey, schon wieder. Oh, selbe Curb in der Liga. Der innere? Ja, ja, genau der. Darf man nicht drüber fahren, raff ich ja nicht. Will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Green flag. Da stand Mazepin rückwärts. War ich nicht. Soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ich bin mal gespannt, ob ich das Rennen beenden kann. Wieso? Weil ich schon wieder Schäden an den Seiten gestern habe. Okay. Oh, ich glaube, es fängt schon an zu regnen. Ja. Da haben sich die Gelben richtig gelohnt.
We're still happy that we're on the right tires at the moment. Wie soll ich jetzt daran vorbeikommen? Ey! Wahnsinn, wie die drängeln, ne? Ja, vor allem wie die auch aggressiv auf der Linie bleiben. Alter! Okay, Unterboden, alles klar. Wie, die sind also... Ey, die drängen einen raus, die Piep. Ja. Das ist ja. Alle Führerscheine im Zug. Alle. Ich komme nicht nach vorne. Ich komme nicht voran. Ich glaube, die Track ist ready for intermediates yet. Ich auch nicht, weil jeder hin zum Kunst DRS hat. Und der Unterboden putt ist. So, jetzt. Bei mir ist Unterboden und Seitenkästen. Alter! Bleib doch mal auf deiner Linie, drängt mich hier richtig in die Wand rein. Junge, Junge, was ist mit dir kaputt? Schon wieder gedreht, ey. Dropping a second lap to the car behind. One second. Hey, Österreich ist echt nicht meins da oben, Turn 2. The underbody's taken a little damage. Watch out for it. Alter, ich bleib ganz links und der fährt mir in die Karre. Also, langsam reicht's. Ach, Stroll, da wundert mich nicht.
tyre situation is pretty touch and go right now. We think the slicks may still be quicker, but it's very close, and you're going to struggle to keep them in the temperature window. The inters are ready when you need them. Ich sag da nichts zu. Check your MFD for a new strategy option. The stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Na gut, dann kommen wir mal raus. Okay, that was a big one. Confirmed. We've been informed of an incident which has resulted in lots of loose debris on the track. The safety car is being deployed. Ja. Safety car. Ja, ich. Alter, die letzte Runde war. Uiuiui. Mhm. Die erste Runde war huiuiui. Turn 2, wo sonst? Ich hasse Österreich. Also ich hasse diese eine Kurve, die ist so ätzend im Regen. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Return the position immediately or we will be penalized. There is no overtaking during the safety car period. Spiel kaputt? The safety car is waiting for the... Die warten auf den Führenden. Hier hat's mich übrigens weggekegelt. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ich habe mich vorhin in der letzten Kurve weggekegelt, obwohl ich ganz langsam hinter Vettel hergefahren bin. Aber auch ein Heck weg und ich rutschte. Langsam hinter Vettel hinterher. Ich hatte nicht mal den Ansatz einer Chance, irgendwo hinterher zu kommen. Und Bottas hat mich einfach mal stehen lassen. Der war innerhalb von einer Runde, war der 4 Sekunden weg. An Latifi kam ich nicht mal ansatzweise ran. Showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. Ich bin in die Boxengasse reingerutscht und wurde dann auf die Strecke zurückgesetzt. Dann stand ich da. Und lol. Ja. Und dann eine halbe Runde später hieß es, ja, wir haben mal eine neue Strategie. Dann hätte ich auch in die Boxengasse reinfahren können. Ja, ich hatte komischerweise einen richtigen Riecher. Ich dachte, ich bin eine Runde zu früh. Aber kam gerade raus, also eine Runde später war DRS aktiviert. Also. Das war Glück. Oder guter Riecher, wie du sagst. Ich kann das Spiel da nicht riechen. Ich weiß nicht, wann die Regentropfen jetzt aussehen müssen, damit das zu viel ist. Ich auch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich auf den Gelben nicht mehr vorankomme. Ah. Dass ich gefühlt jede Kurve einen Gang niedriger fahren muss und trotzdem noch durchrutsche.
Nee, so Regen sagt mir in Formel 1 überhaupt nicht zu. Das kann ich einfach nicht. Aufgeschlossen haben wir schon. Das Beste wäre jetzt, wenn das Safety Car zu Ende ist und es trocken wird. Dann hätte sich der Stop sowas von nicht gelohnt. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Auch eine Runde, das macht doch keinen Sinn. Nervt. Ich will Auto fahren. Oh. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Okay, clear. Juhu! Ach, da hängt ein Haas mit drin, okay. Bitte? Da hängt ein Haas mit in dem Pulk. Hm? Ah, deswegen sind die blauen Flaggen da. Ich hab mich gerade schon gewundert. Was soll der Käse denn jetzt? Da ist er. Stimmt. Steckt im Mercedes drin. Nee, es ist kein Mercedes. Aston Martin, ne? Vettel. Yep, yep, yep. Vettel und Schumi? Nee. Sieht so aus, dass das Schumi ist, oder? Ach, der ist unsichtbar, ne? Ja, das ist Schumi. Das ist strange, da durchzufahren.
Mazepin ist ein bisschen weiter vorne. Unrealistisch. Durch Überrundete durchzufahren, ja. Hm. Ja, das auch. Immer noch blaue Flaggen. Ja, ja, Mazepin ist ein bisschen weiter vorne. Ach so, ach, beide sind in der Runde zurück, okay. Nee, Mazepin ist noch weiter zurück, weil er war vor Schumi, ist aber in der Rangliste hinter Schumi. Okay. Ich verstehe es nicht, Schumi wird auf 14 gelistet. Ist aber angeblich nur 0,7 Sekunden. A new strategy is available on the MFD. Die neue Strategie, Jeff, hast du das Lack gebrochen oder was? Jetzt hören wir auf durch Heavy Reds. Du kannst vergessen, immer nicht. Nee, du hattest recht, das war Mazepin, also. Nichts mit Schumi. Ah, okay. Komisch. Got that confirmed. Schumi ist auf 14. Nein, die Gurken nehmen wir nicht mit. Nein, Auto. Ach, auf dem Inneren hast du dich ja gedreht. Links. Ich habe gedacht, auf dem Rechten. Der Linken. Da steht ein Haas. Schumi, raus. Oder? Nee, fährt wieder. Er ist nur gedreht. Ja, ja. Hat sich nur gedreht.
Wo soll ich hin? Gib's dich. Weil ich die Luft auflösen. Ich finde das bemerkenswert, wie du im Nassen die Bremspunkte hast, die ich im Trockenen habe. Beim Trockenen bremse ich dann wahrscheinlich noch später. Ja, deswegen ja. Two laps until the pit window. You'll be on inters for the next stint. Jeff, ich wechsle nicht nochmal auf Inter, so Lappen. Selbst wenn es bis zum Ende regnet, könntest du mit denen durchfahren. Ja, ja. Situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Ich krieg gleich Hunger auf Husky-Schokolade. Vor dir welche, hinter dir welche. Schokoladensandwich. Ey, außenrum im Regen. Easy. Was stimmt mit dir nicht? Weiß ich nicht. Ja gut, die Schwierigkeit wird für dich einfach zu leicht sein. Das kann gut sein. Ich habe da keine Referenz. Weil mein Team kannst du nicht vergleichen. Okay. Weil? Weil die Autos ganz anders sind. Beziehungsweise das mein Team-Auto. Das ist ja richtig schlecht. Oh, oh. Na, dann ist der Sieg ja jetzt praktisch geschenkt. Ganz auf die fahren rein für nochmal Inters. Ja, ja. Ja. So push now. Kann ich dir vielleicht sagen, ob die nochmal Inters kriegen? Ja, ich seh's schon. Ja, sie kriegen nochmal Inters, ja. Ja, ein geschenkter Sieg für dich, ne? Ja, so will ich den aber auch nicht haben. Ja, vielleicht kriege ich ja Perez noch, wobei der kommt diese Runde wahrscheinlich dann auch voran. Ne? Ja, ja, denke ich auch. Ey, die Reifen sind bei 20%, warum fahren die rein? Gescriptet, gescriptet. Ja, aber scheiße gescriptet. Ja. Vor allem, es wird trockener, es hört gleich auf. Und das nennt sich künstliche Intelligenz. Das nennt, künstliche Dummheit nennt man das. Das ist doch nur super. Wie viel Prozent? 20%, ja. Jeff hat mir auch schon gesagt, komm jetzt mal rein. Warum? Also du hast jetzt meilenweit Vorsprung. Ja, ja, toll, ganz toll. Ganz toll. Da fand ich den Sieg in Frankreich geiler.
Den muss ich mir erkämpfen. Ich fände mal ein Finish in den Punkten geil. Ja, da kommt er noch. Nein, einfach 2024. Bis dahin habe ich dann genug Erfahrung gesammelt. Ja, ich habe immer noch irgendwie was drin, was ich von den alten Pedalen noch übernehme. Das habe ich noch nicht aus dem Muskelgedächtnis raus. Das ist Halbgas in der Kurve. Okay. Ich erwische mich sehr häufig dabei, dass ich nicht durch die Kurve rolle. Ah. Sondern wirklich so mit Halbgas draufstehe. Ja. Weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin in der Kurve zu langsam. Ja, stimmt. Ich roll auch immer einige Meter durch und gebe dann langsam Gas. Hab ich nie drauf geachtet. Ja, so ist es ja auch richtig. Rollen, 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 bisschen Gas. Ja, ja, stimmt. Weil durch das Rollen hast du mehr Turnen. Wenn du auf dem Gas stehst, hast du automatisch weniger Turnen und untersteuern. Ich bin mir dem Fehler bewusst, aber das ist halt so im Fuß drin. Neuer Fuß. Der blöde Fußen. Ja, blöde Fußen. So, es wird langsam trocken. No. Steht ein Aston Martin, wenn ich das richtig sehe. Was siehst du? Da stand ein Aston Martin in der letzten Kurve. Das sah aus, als wäre der irgendwie in die Box reingerutscht und zurückgesetzt worden. Also quasi das, was mir passiert ist. Ja, es sah aber nur so aus, ich konnte nicht hinswitchen auf das. Ich weiß nicht, welcher das war. Ich glaube, das war Vettel. Sah auf jeden Fall interessant aus. Check your MFD for a new strategy option. Aha, new strategy option. Okay, copy that. Aber nicht die Reifen, mein Freund. Ja, dann rein. Ja, ich fahr ja jetzt rein. Moment, ich hol aus. Ich hol aus. Kein Risiko eingehen. Ja, DRS aktiviert. Perfekt. Ast rein. Und jetzt rote Schluppen drauf. Mhm. Wenn er mir rote gibt. Ja, gibt er dir. Sieht bei mir zumindest aus. Ja, weil die alte Strategie war noch grün, dann hat er auf gelb geswitcht und ich habe rot gesagt. Und bei dem Spiel weiß ich ja nie, was der da macht. Also effektiv bist du auch nach vorne gekommen. Okay. Ja, du warst vor deren Boxenstopp, das warst du, glaube ich, auf Platz 7. DRS has been enabled. Ja, du warst zwischen Norris und Ricciardo. Und jetzt bist du auf Platz 4. Ach, ja. Jetzt habe ich es auch nochmal gerafft. Das meinst du, ja, genau. Also perfekter Overcut. Mhm. Ja, ja, klar, die holen sich jetzt Trockenreifen. Ja, das hier ist gefährlich. Die Boxeneinfahrt und die Ideallinie. Ja, weil die auf einer Linie liegen. Jetzt gebe ich dem noch zwei Runden, dann ist die Strecke vorzutrocken. Ich gucke aber erstmal, ob auch in der Auslaufzone alles trocken ist.
Nee, noch nicht. Nee. Hätte ich dir auch sagen können. Also. So, Verstappen ist dumm und Ricciardo ist auch dumm. Fahren die nicht rein? Nee, die fahren nicht rein, weil die Teamkollegen drin sind. Das Spiel kennt keine Doppelstops. Ja, nee, das ist eigentlich schade. Und dann noch gelbe Schluchten. So wie unser perfekter Doppelstopp in Frankreich. Hey, der war sensationell, ja. Der war phänomenal. Ich hab noch nie so phänomenal lange in der Box verbracht. Eine Minute. Ja, Verstappen kommt jetzt rein. Und Ricciardo auch. Dann bist du mehr als eine Startzielgerade vom nächsten weg. Fast rein. Die komplette Gerade hier bist du von Perez weg. Macht auf dem Leaderboard 14,2 Sekunden. Naja, meine Stelzrunde komme ich nicht mehr im Ansatz ran. Wenn wir die Strecke ist noch zu nass oder das liegt wirklich an einem kaputten Auto. ...1,7 Sekunden fehlen mir. Gut, die Strecke ist immer noch leicht feucht. Ich sehe immer noch Regentropfen. Und die Kamera. Letzter Sektor. Ja, siehst du, Strecke vor das Hocken. Wahnsinn, wie spät du da bremsen kannst. Ey. Nee. Ich verstehe nicht, warum die auf Gelb fahren.
Mit Regenreifen ist die Zwei-Satz-Regel ausgeschaltet, oder? Ja. Nicht mit mir, Max. Wenn ich beim 50-Meter-Schild bremse, da bin ich im sechsten Gang, bis ich in der Kurve bin. Hier genauso, ich muss beim 100-Meter-Schild bremsen und da trocken. Um halbwegs in der Kurve runterzukommen, also. Na, Glückwunsch. Ja, danke. Ah, damit bin ich schlechtester Fahrer der Saison bisher. Weiß ich nicht. Ja, bin ich. Ja. Nein, Max hat nochmal eine schnelle Runde geholt. Ach, die Ratte. In der letzten wahrscheinlich. Nee. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an sie gestellt hat. Kann sie noch irgendetwas aufhalten? Ja, er von dem Team einschlagen. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie über einen Wechsel zu diesem Team nachdenken. Stimmt das? Gerüchte, dass ich nach Aston Martin wechseln möchte. Klasse, das war dann alles. Immer schön anfeuern, die Gerüchteküche. Ja. Ich würde am liebsten da so ein Blanketfeld haben, wo ich selber was eingeben kann. Ja, die Rivalität, die verliere ich gnadenlos. Gegen wen hast du die nochmal? Schumacher. Ah. Das ist das nächste, Großbritannien, ne? Ja, in der Tat. Großbritannien. Aber erstmal schön entwickeln. Kabelbaum. Bitte? Kabelbaum ist fertig. Ach, Kabel. Okay. Ich hab Bubblebaum verstanden. Ich muss. Nee, Kabelbaum, nicht Bubble. Chassis haben wir noch. 4 von 23. Wir müssen unbedingt Chassis und Aerodynamik. Ja, Chassis. Chassis. Guck mal, Chassis ist schon mal fertig geworden. Ja, wir können jetzt aber... Motorhaube, sagst du? Mach mal Motorhaube. Oder nee. Auch wenn wir da wenig Prozent haben, Unterboden. Unterboden ist wichtig. Okay. Dann machen wir das doch. Und dann müsste der Baum auch schon ausgelastet sein. Nee.
Chassis nicht ausgelastet? Doch, Entschuldigung. Entschuldigung. Muss ich kurz sagen. Oh, bin ich ganz vorsichtig. Aero ist was fertig geworden. Aero ist das fertig geworden, ja. Okay. Was machen wir dann da? Das ist zu teuer. Ich würde sagen, machen wir die Frontflügel Gurney Flap. Was ist zu teuer? Ja gut, aber dann hätten wir keine Punkte mehr. Ja, die okay. Frontflügel Endplatte unten, die kostet 1300. Verstehe. Ja, dann machen wir die Gurney Flap. Oder Gurney Richtig. Flaps, oder wie auch immer. Und dann könnten wir im Antrieb eventuell noch die Statoren anschmeißen. Die kosten 426. Die Statoren. Jetzt mache ich erstmal das. Ah ja, da sind Statoren. Es sei denn, du willst die Kolben machen, dass wir den Zylinderkopf freikriegen. Das ist eigentlich hüpfig gesprungen, die nehmen sich von der, ist klein, ja, ist von der Punkt, von der Punktezahl auch nicht viel. Also. Zylinderkopf ist. Ach, kann ich nicht gucken, ob das ein großes ist oder nicht. Doch, ist ein großes. Bin ich wieder raus. Ach, Mann. Woran siehst du das? Wenn du auf 4 gehst, Beschreibung, dann steht das da. Ah, okay. Ja, dann nehmen wir die Kolben. Okay. Die Kölbchen. Wird alles vor Ungarn fertig. Ja, nur ein Rennen. Sehr schön. Naja, das ist gut. In der Tat. So. Ja, dann sind alle 4 ausgelastet, dann sind ne? Alle 4 ausgelastet, beziehungsweise wir haben auch zu wenig, als dass wir noch was machen könnten, glaube ich. Ich gucke gerade hier nochmal die Strapazierfähigkeit rein, aber das ist alles zu teuer. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Gut, dann gehen wir mal auf weiter. Da müssen jetzt 3 Sachen fertig werden vor Großbritannien. Yippie! Bin am Überlegen, ob es nicht Sinn macht, Teile zu tauschen. Ach so. Ja, dann nee, aber macht's nicht. Oh, gut, dass du mich dran erinnerst. Zurückbauen, ne? Genau, wieder alles zurückbauen fürs freie Training. Sehr gut. Zack, zack. Ja, noch 2 Rennen, dann kriege ich neues Getriebe. Hm, ich auch. Obwohl meins eigentlich noch, glaube ich, ganz gut aussieht. Ja, meins ist bei... lass mich schauen. Bei 37%. Mmh, 23, aber das ist auch schon das zweite. Du wolltest nach deiner Geste schauen, ne? Kann ich das hier machen? Ja, geh mal bitte auf Firma. Ja, Firma. Und dann Anpassung. Und dann steht da Helme und Geste. Ah. Und dann kannst du unten wählen Podiumgeste. Okay, dann ist das die Standardgeste wahrscheinlich, die ich da habe, ne? Was denn die? Weiß ich nicht. Was ist denn die Standardgeste? Feier? Muss ja dann, ne? Glaube, ja. Ja, muss ja. Das meine auch. Ich habe 2 Stück, glaube ich. Ja, 2 Stück habe ich. Oh Gott, das ist alles so. Warum gibt's das? Ich kenne keinen Piloten, der so auf dem Podium rumeiert. Ja, ja. Einzig Vettel mal mit seinem ägyptischen Tanz da, aber das war 1000-mal besser als den ganzen Rotz, den du hier hast. Ach, kann ich die echt auswählen? So ein Quatsch. Nö. Podiumsplatz. Ach komm. Weißt du was? Ich habe eine frei, die nehme ich fertig. So. Dann sollte es beim nächsten Mal, falls ich aufs Podium komme, Pling machen. Beziehungsweise aufleuchten. Macht ja kein Pling, leider. Da wäre noch ein geiles Feature. Kannst du einstellen, glaube ich. Ernsthaft? Ich glaube, bis Steam kannst du anschalten, dass Achievements ein Sound geben. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Das war Österreich. Ja, Desaster für mich. Jedes Rennen. Ich wollte gerade sagen, das Video spricht mehr als 1000 Worte. Naja, ihr wisst genau, wie ich das meine, hoffentlich.
Dann bis zum nächsten Mal in Großbritannien. Danke fürs Zusehen. Es war wieder eine Freude. Hoffentlich weniger Regen. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.